So, also wir steigern uns jetzt richtig rein in den Nachmittag. Und ihr seht, der nächste Künstler sitzt hier schon parat. Es ist ein Überraschungsgast. Bis vorgestern wussten wir noch gar nicht, dass wir heute das Vergnügen haben werden. Und er kommt aus Jüterbog. Ich freue mich, dass er hier ist. Begrüßt mit mir Stefan Krehle. Ja, na ihr. Tag. Da sind sie also, die gefallenen Engel aus der Hölle, ja? Das ist nicht pervers, wenn der Kanzler seinen Bürgern sagt, die für Frieden demonstrieren, sie seien gefallene Engel aus der Hölle, was läuft da schief, Alter? Ja, ich bin der umstrittene Sänger Stefan Krehle, so stand es in der Zeitung und wir wissen, was in der Zeitung steht. Das stimmt. Ich war so irre und habe bei einer Friedensdemo mitgemacht und war so naiv und habe nicht vorher gefragt, wer noch alles mitläuft, musste heute, also wenn da, da können jetzt Pädophile mitlaufen, Einbrecher, alles Mögliche. Kein Problem, es darf keiner dabei sein, der eine andere Meinung hat als die Regierung, da musst du aufpassen. Vorher nachfragen, bei jedem vorbeigehen, vorher nochmal fragen, dann ist okay. Ich gebe es nur als Tipp. Ja. Nee, also um es mal klarzustellen, ich bin kein Reichsbürger, ich bin ein mir Reichsbürger, ich bin ein Bürger, der seine Pflichten wahrnimmt, jemand, der als souverän das machen muss, was ein Bürger in der Demokratie zu tun hat, nämlich die Macht kontrollieren, überprüfen und so kritisieren, denn wenn der Bürger das nicht tut, wird aus dem Bürger ein Untertan und aus den Regierenden wären Herrscher, weil sie niemand mehr kontrolliert. Dann kann es passieren, dass zum Beispiel ein Majestätsbeleidigungsgesetz gibt. Ja? Also man wird jetzt mehr bestraft, wenn ein Politiker durch den Kakao zieht, als wenn ich jetzt euch durch den Kakao ziehe. Sowas gibt es dann eben natürlich in der Diktatur. Und man muss die Dinger beim Namen nennen. Wir haben es langsam mit entstehendem Faschismus zu tun. Und ich bin kein Freund mehr davon, das irgendwie nicht mehr zu sagen oder zu sagen, ey, kannst du doch nicht machen, sowas doch. Man muss es sagen, es sind alle Kriterien eines Faschismus da. Denn wenn der politische Gegner zum Feind erklärt wird und bekämpft wird und nicht überstimmt wird mit guten Argumenten und sich am Ende mit der Entscheidung abgefunden wird, dann ist das nicht Demokratie, dann ist das Faschismus. Und man muss es einfach so weiter sagen. Und schade, dass heute keine Leute von der Antifa hier sind. Ich wende mich gerne mal an die Antifa und frage die ganz gerne, wie lange dauert es eigentlich noch, bis ihr Beifall klatscht, bis Leute wie ich in Lager verbracht werden? Oder würdet ihr vielleicht jetzt schon Bücher von mir verbrennen, wenn ich nur Schriftsteller wäre? Ihr seid auf dem falschen Trip. Kehrt um, denkt drüber nach. Ihr werdet per Definition nicht feststellen können, dass ich Reichsbürger bin, aber per Definition kann ich festlegen, dass ihr euch faschistoid verhaltet. Und wir sind heute hier, weil wir eine Friedensdemo machen und ich habe so den Eindruck, als ich damals noch mit meinem Parker rumgelaufen bin, da hatte ich so einen Aufnäher, da stand drauf, schert dazu Flugscharen oder stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Heute retten Panzer Leben. Und an der Stelle würde ich mal gerne die Bundesregierung fragen, wie viel Leben haben wir schon gerettet? Können wir noch mehr retten, wenn wir noch mehr Panzer hinschicken? Wenn wir alle Panzer hinschicken, retten wir dann jedes Leben oder welche Logik soll dahinter stecken? Und man hat so den Eindruck, dass diese ganzen Kriegssetzer überhaupt nicht, keine Ahnung davon haben, was möglicherweise so ein Krieg bedeutet. Ich habe da mal einen Song geschrieben, mal aus der Sicht einer Mutter. Zu schwer war der Atem, sie erstarrte zu Stein. Du brauchst nicht mehr zu warten, er kommt nie wieder heim. Er hat sein junges Leben für Volk und Vaterland gegeben. Plötzlich war die Welt nur still und leer. Und sie spürte gar nichts mehr. Das muss ein Irrtum sein. Er kommt bestimmt noch heim. Er lässt mich nicht allein.
Denn er sagte mit einem Lächeln im Gesicht: Alles wird gut, Mama, ich komme wieder, bitte weine nicht. Und wieder hört sie seine Lieder. Die hört sie immer, immer wieder. Sein erster Schritt, sein erster Schrei. Das Leben zieht an ihr vorbei. Er lernte mit Tieren zu spielen, rechnen, schreiben und musizieren, sein Zimmer aufzuräumen, und er lernte Träume zu träumen. Der kommt bestimmt noch rein. Er lässt mich nicht allein. Denn er sagte mit einem Lächeln im Gesicht: Alles wird gut, Mama, ich komme wieder, bitte weine nicht. Spricht ein Gebet und hat seine Asche im Winde verweht. Ja, ich glaube, das. Ich möchte nicht wissen, ob ein Krieg im Winter besser ist als im Sommer. Und wäre ich Putin, ich würde erstmal die Atombombenlager in Deutschland wegknallen. Ich weiß nicht, wie man so verantwortungslos sein kann, ist wirklich unfassbar. Aber an der Stelle möchte ich natürlich alle begrüßen. Ich bin natürlich ein toleranter Mensch. Ich begrüße alle 72 Geschlechter. Ich nehme da keinen aus. Und Selber habe ich mir gedacht, weißt du, musst ja für Geschlecht musst du dich ja festlegen. Und da ich jetzt Penis habe, dachte ich, machst du einen auf Mann, das ist vielleicht ganz gut. Passt. Außer Mittwochs, da ist bei uns im Fitnessstudio ist da Frauensauna, da heiße ich Beate. Und sollte ich mal irgendwann in den Knast kommen, und ich glaube, es dauert nicht mehr lange, dann natürlich Frauenknast, klar. Das klingt ein bisschen neugierig, aber. Demokratie entsteht durch Beteiligung, Diktatur durch Enthaltung. Deshalb macht's Maul auf. Und wenn es euch passiert wie mir, bei mir stand drin, nach der Fete, diese Friedensdemo, bei der ich mitgemacht habe, stand danach in der Zeitung, im Tagesspiegel, mein Bild, und darüber stand: Meine Heimat, das Deutsche Reich. Und darunter war ein Artikel mit genau einem Satz, den ich wirklich gesagt habe, nur zu einem anderen Sachverhalt. Und der Beitrag wird natürlich genutzt und Veranstalter kündigen mich ohne Ende und Stadtverwaltung nicht mehr und so. Es ist, früher waren es die Schlägertrupps der SA, die sich vor die Geschäfte der Juden gestellt haben und gesagt, kauf hier nicht ein. Also liebe Antifa, ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt, aber ihr seid gerade das, was ihr bekämpft. Ihr seid nicht Teil der Lösung, ihr seid das Problem. Meine Meinung. Niemand wird mir sagen, wie ich zu leben habe. Ich meine immer alles so, wie ich es sage. Keiner kontrolliert mich, niemand verbietet mir das Wort. Ich folge nicht der Masse, ich hab meinen eigenen Kopf.
Kopf. Das ist meine Meinung. Die lass ich mir nicht nehmen. Ich geh meinen Weg. Ich lebe mein Leben. Ich lebe nach meinen Regeln. Ich schweige nicht mit Lämmern, das hab ich mir geschworen. Um jedem zu gefallen, hat man mich nicht geboren. Ich brauche keinen Vormund, der mir die Richtung zeigt. Wenn ich anderen nicht genüge, dann tut es mir nicht leid. Das ist meine Meinung. Warum ich den Scheiß hier mache. Schließlich mache ich ja meine Karriere damit in den Arsch. Aber ich sagte dann immer, Alter, du kannst nicht zu dem hingehen, der es richtig macht und sagen, er soll es anders machen. Du wärst jetzt eigentlich am Zug. Würde ich so denken. Und ich möchte später in den Spiegel gucken und möchte mich nicht von meinem Sohn fragen lassen, ob ich damals nichts gemacht habe. Und ich möchte, dass wir das hier für unsere Kinder machen. Dieser Song ist für meinen Sohn. Leg deine Hand in meine, leg deinen Kopf auf meine Brust. Komm zum Lachen oder Weinen, du findest immer, was du suchst. Ich hab oft gezweifelt, wusste nicht, was ich will. Worte können nicht beschreiben, was ich für dich fühl. Ich erklär dir das Leben, so dass du es verstehst. Damit du meine Fehler so nicht nochmal begehst. Für dich da sein, wann immer du mich brauchst. Jetzt schließ deine Augen, ich deck dich zu mit Sternenstaub. Flieg in Träumen mit Engeln, besuch den Mann im Mond. Ich werd hier sein, auf dich warten, du bist mein Blut. Bist du der allerhellste Stern. Ich werd dich beschützen, halt das Böse von dir fern. Will dir Vater, will dir Freund sein, kannst mir alles anvertrauen. Werd dir auf harten Wegen einfach
meinen Fehlern. Sei dein eigener Held. Ich werd dich begleiten bis ans Ende der Welt. Ich werd für dich da sein, wann immer du mich brauchst. Jetzt schließ deine Augen, ich deck dich zu mit Sternenstaub. Flieg in Träumen mit Engeln, besuch den Mann im Mond. Ich werd hier sein, auf dich warten, du bist mein Blut. Wann immer du mich brauchst. Jetzt schließ deine Augen, ich deck dich zu mit Sternenstaub. Flieg in Träumen mit Engeln, besuch den Mann im Mond. Ich werde hier sein, auf dich warten, du bist mein Blut. Herzlichen Dank, Stefan Krehe. Dankeschön. Wahnsinn, und das war heute noch nicht alles. Ich sag's euch, wir können uns noch weiter steigern. Jetzt geht's? Genau, jetzt geht's. Also, vielen, vielen Dank, Stefan Krehe. Der wird heute nicht mehr auftreten. Wenn ihr noch eine CD haben wollt, dann müsst ihr da, weil er muss weg. Der hat heute Abend noch eine andere Verpflichtung. Genau. Vielen Dank, dass er hier war. Zwischenstopp in Anklam gemacht hat. Danke! Ich hab